Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute geht es dem Frankenstein an den Kragen. Wir bauen das komplette Rad auseinander und bauen es als Snowbike zusammen und werden das im Sauerland testen gehen. Viel Spaß beim Video. So, Freunde, was braucht man für so einen Umbau eigentlich? Also, an ganz erster Stelle braucht man sein Fahrrad. Dann habe ich vom Jasper ja auch solche geilen Kufen von Sledgehammer bekommen, die man ganz einfach anstelle der Räder einsetzt. Zu diesem Umbau-Kit gehören so Gummipuffer. Die kommen oben an der Bremse dran. Ich schätze mal, dieses Teil kommt an die Kufe, damit die auch ein bisschen Bewegungsfreiheit hat und nicht so schlackert. Als nächstes haben wir Motocross-Fußrasten statt der Pedale. Das war's eigentlich schon. Fangen wir mal an, die Räder und die Bremsen abzubauen und dann ganz easy, ich hoffe ganz easy, das Zeug da dran zu machen. Ohne Scheiß, und jetzt, Freunde, kommt ein kleiner Trick, den ich letzte Tage gelernt habe bei dieser Bremse. Das habe ich nie gesehen. So, Freunde, an der Stelle aufgepasst. Habt ihr das gewusst? Also hätte mir das jemand vorher gesagt, ne? Dann hätte ich mehr als 100 Mal meine Bremsen locker schon umgebaut. Ist einfach so ein Loch, wo man reindrücken muss. Und dann geht dieses Teil hier komplett auf. Ich glaube, ich spinne. So, Freunde, im Grunde genommen haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Erstmal nur den Rahmen, Räder sind raus, natürlich muss das Tretlager gleich noch raus, beziehungsweise die Kurbel muss gleich erstmal raus und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Ich muss jetzt nur kurz noch rausfinden, was wo reinkommt, aber jetzt sieht die ja schon ganz gut reingesteckt hier an. Machen wir erstmal vorne ran, das ist, glaube ich, einfach. Der Jasper hatte hinten 157, glaube ich. Ich habe hinten 150. Ich muss das hier irgendwie rauskriegen, aber ich weiß noch nicht so wirklich, wie es geht. Aber ich schätze mal, das sind einfach nur so Späßchen. Ich möchte natürlich auch nichts kaputt machen. Komm mal ins Bett schnell. Harry, du kannst hier nicht sein. Harry, du kannst jetzt nicht sein. Wir drehen doch jetzt ein Video hier. Guck mal. Vorne, wie es ausschaut, ist super easy. Okay, vorne ist drin. Müssen wir halt nur noch später hier das Gummi hier irgendwie dran kriegen. Aber das. Guck mal, das ist ja schon super easy. Also ich dachte, fürs Gummi hier brauchen wir jetzt hier irgendwelche Tricks, aber das ist echt super easy. Das macht man einfach so. Ja. Und dann ist das einmal hier unten dran und einmal hier oben. Mit Biegen und Brechen habe ich jetzt auch endlich die Dinger hier rausgefickt. Das sind jetzt einfach so Spacer. Ich musste nur einen kleinen rausnehmen auf jeder Seite, damit das 3,5 mm auf jeder Seite kürzer ist. So, jetzt kommt hier ist die Mulde. Ich muss jetzt erstmal wieder in diese Mulde hier reinkriegen. Oh. Boah, Alter. Ey, ohne Scheiß, das ist schwieriger, als man denkt. Ich kann jetzt auch hier keinen Hammer benutzen. Und wenn der Jasper dieses Video hier sieht, dann dreht er komplett durch. Oder hat der die reingehauen? Jasper, wenn du dieses Video siehst, dann sag mir bitte, ob du diese kleinen Kerben hier reingehauen hast. Das ist schon so richtig. So, einmal hier rein. So, Freunde, jetzt muss ich nur noch diese Gummis da verbinden und dann ist das Gerät eigentlich schon fertig und dann können wir damit schon auf die Piste. Freunde, Hand aufs Herz, ich glaube, ich lasse die Pedalen einfach dran, weil ich noch ein bisschen das Feeling von einem Fahrrad haben möchte. Auch wenn es im Schnee ist und natürlich komplett anders hier alles geformt und getan und gemacht. Ja, das lasse ich dran. Und dann sind wir fertig und gehen auf den Track. Let's go! So, Freunde, wir sind jetzt in Willing am Stissel. Wir werden jetzt hier erstmal unsere Sachen auspacken. Die Kate, die muss ich erst noch Skier holen. Und ich werde jetzt erstmal hier die Karre auspacken, denn ich bin super neugierig. Freunde, ich sage euch eine Sache. Ihr seid auf jeden Fall das allererste Mal dabei, wenn ich etwas das allererste Mal tue. Ich habe noch nie auf so einem Ding gestanden. Das wird my first time. Also, erstmal Skier holen und dann ab auf die Piste. Let's go!
Also man muss schon sagen, dass sehr, sehr viele Leute auf dieses Gerät echt schauen. Ich meine, das sieht auch echt wild aus. Da läufst du vorbei und dann steht da so ein... so ein Ding, was eigentlich ein Fahrrad sein sollte, ne? So, Friends and Chicks. Wir sitzen in der Gondel in Willingen. Okay, man sieht leider gar nichts vorne, weil hier alles verschneit ist. Aber Wetter ist, ich würde sagen, in Ordnung. Es liegt richtig dick viel Schnee und zwar echter Schnee, nicht nur Kunstschnee. Das ist schon mal richtig gut. Ottos hat Skier. Otti, hast du Bock? Wie geht's mit deiner Hand? Mal schauen. Otti, ja. Willst du nicht eigentlich erstmal da vorne bei den süßen Anfängerhäschen hin? Niemals. Anfangen? Niemals. Wir gehen direkt aufs Ganze. Übrigens, neuer Helm am Stissel. Gefällt er euch? Direkt natürlich. Ist hier der Sauerlandsticker? Ja. Natürlich direkt der Sauerlandsticker auch mit drauf. Schöne Grüße gehen an Stylefish Winterberg XS. Neuer Helm. Genießt ihn, solange er noch original ist. Denn der liebe Christoph aus Hürth wird da natürlich mal wieder Hand anlegen. Sag ich mal. Und dann wieder richtig schön lackiert. Also, egal. Wir fahren jetzt hoch, steigen aufs Bike und dann first run. Let's go. So. Allererste Fahrt auf so ein Ding. Ich muss erstmal hier. Oh, 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 oh. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber es ist irgendwie sehr, sehr schnell. Aber das ist wie... Ey, warte mal. Ey, krass, Alter. Das ist wild. Ey, das ist super geil. Man muss ein bisschen hier gucken, wie das ein bisschen funktioniert, weil das rutscht halt sehr, sehr eigenartig. Aber das ist ultra cool. Wie soll ich denn? Okay, ich muss erstmal hier klarkommen. Ah, hier ist schon sehr steil für so ein Ding. Also Freunde, ich sag mal so, ne? Auf der flachen Ebene ist super easy, aber sobald das hier steil wird, da musst du richtig Gefühl für kriegen. Erst dachte ich, boah, das ist leichter als ich dachte, aber in der steilen, das ist schon echt übel schwer. Weiter geht's. So Leute, wir sind jetzt hier fertig mit dem Fahren. Ich nehme euch jetzt noch mal mit ins Office, sag ich mal. Und da besprechen wir noch ein paar Sachen über das gute Stück hier. Let's go, ab nach... So Freunde, zu Hause angekommen habe ich natürlich auch ein Fazit für das Snowbike. Und zwar, es macht unheimlich viel Spaß. Es ist am Anfang für mich etwas schwierig gewesen, sich daran zu gewöhnen, die Koordination, Rutschen, Verkanten, Lenken, Lehnen, irgendwie alles mit einem hinzukriegen. Aber es hat am Ende des Tages unheimlich viel Spaß gemacht. Wirklich, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich habe schon gemerkt, dass ich in den letzten paar Runden übermütig wurde. Im Grunde genommen eigentlich gut, weil ich gemerkt habe, dass es mir halt super viel Spaß macht. Aber ich muss sagen, da muss wirklich viel trainiert werden, um richtig geil damit fahren zu können. Also so wie, ich sage jetzt mal, mit dem Fahrrad oder mit dem Snowboard. Ich würde es jetzt nicht dem Snowboarden vorziehen. Ich liebe es, Snowboard zu fahren. Skifahren ist nicht so mein Ding, habe ich schon ausprobiert.
wird, finde ich gar nicht geil. Aber ich würde es nicht dem Snowboardfahren vorziehen. Muss ich einfach hier klipp und klar auch sagen. Es ist eine Abwechslung. Es ist wie zum Beispiel Downhill-Fahren, Enduro-Fahren, Dirt-Fahren. Ich persönlich finde, dass es in mehr deutschen Skigebieten auch angeboten werden sollte. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Freunde, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Klar auf dem Rad, aber ohne Räder. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich über ein gratis Abo auf diesem Kanal freuen. Einen Daumen nach oben und wir sehen uns entweder auf dem Trail oder im nächsten Video. In dem Sinne, schönen Tag, euer Nucky Dai. Tschüss.